Heute möchte ich eigentlich anfangen mit einem Thema, das zunächst mal gar nicht hierher gehört. Also ich finde ja, diese Ukraine-Krise, die wir im Augenblick erleben, die hat ihre Ursache in Syrien. In Syrien ist nämlich etwas Ungewöhnliches passiert. Dort hat die Armee oder wer immer es war, Giftgas eingesetzt. Und die Amerikaner haben ja damals gesagt, das ist eine rote Linie und wenn die überschritten wird, greifen wir ein. Und es passierte gar nicht. Und Putin hat sogar noch es verstanden, daraus einen Erfolg für Assad zu machen, nämlich indem er den Abbau dieses Giftgases verkündet hat und damit ihn sozusagen in die Völkergemeinschaft zurückgeführt hat. Ein ungewöhnlicher Coup. Und wenn Sie so wollen, ist Syrien und ist dieser Giftgasangriff die Ursache für die Krim. Nämlich, er hat gespürt, der Westen ist schwach, die Amerikaner sind schwach, es passiert gar nichts. Und deshalb möchte ich an Peter Schwartur zunächst mal die Frage richten, war das nicht Irrsinn, was da passiert? Ja, nochmal ich verstehe ohnehin die amerikanische Politik im Moment überhaupt nicht, denn sie werden eines Tages auf Russland angewiesen sein. Nicht wahr? Die wirkliche Gefahr für Amerika liegt ja im Fernen Osten. Der Präsident weiß da ja mit sehr geringen Erfolgen übrigens, aber gibt Sicherheitsgarantien für diese winzigen Felsenriffe, die zu China gehören völkerrechtlich. Und gibt ihnen die gleiche Sicherheitsgarantie für das, wie für die japanischen Inseln und verrennt sich da in eine Situation, die unmöglich ist. Und auf der gleichen Seite versucht nun, ich weiß gar nicht, ob irgendwie das Weiße Haus oder die CIA da selbstständig handelt, das ist ja ein Staat im Staat geworden, versucht man die Ukraine, was man 1994 ja schon mal versuchte, in das Lager des Westens zu ziehen. Und das wurde dann durch diese Assoziation mit der Europäischen Union, die idiotisch genug war, darauf einzugehen, und entfremdete die Ukraine der russisch-asiatischen Union, die Putin anstrebt und die er auch braucht, nämlich weil die Gefahr für Putin liegt in Zentralasien. Nicht wahr? Afghanistan geräumt ist und die islamische Revolution im Welt auf Usbekistan, ist Russland gefordert. Und insofern kann man das verstehen, dass er da auch sein Standbein in Europa fest bewahren will. Und dann auch die Perspektive, dass die amerikanische Flotte, wenn da die Ukraine in der NATO ist, in Sewastopol ihren Flugzeugträger hineinschickt. Sewastopol, was im Zweiten Weltkrieg die heftigste umkämpfte Stadt nach Stalingrad gewesen ist. Man muss sich auch sagen, dass die Präsenz amerikanischer Bomber in unmittelbarer Nachbarschaft von St. Petersburg für die Russen nicht gerade erfreulich sein kann. Wenn etwas Ähnliches gegenüber den USA passieren, noch gegen uns, wie würden die reagieren? Peter Schollatur tut sich als Putin-Versteher. Das ist ja ein Schimpfwort geworden in den letzten Wochen und Monaten in der Publizistik. Frau Thein, gehören Sie auch zu den Putin-Verstehern? Ja, also ich persönlich, also Putin-Versteherin würde ich mich nicht sehen, aber ich sehe natürlich die Fehler, die die Europäische Union im Umgang mit der Ukraine gemacht hat. Ich sage mal, wir haben sehr viele Fehler gemacht. Ich bin Mitglied der Ukraine-Delegation des Europaparlaments und wir haben das schon ein bisschen anders gesehen, als es so in den deutschen Medien kolportiert wird.